Die 5000 Subs sind erreicht. Bald gibt's das Knife-Giveaway, ne? Ihr wisst ja, mein Knife, das M9. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Es handelt sich hier wieder um eine Runde Cheater-Klatschen hoch 10. Oh, was macht er denn da? Okay, okay. Das war eigentlich, naja. Ich werde jetzt, I have eyes. Ich werde jetzt natürlich noch etwas warten und gucken, wie der Hase läuft. Jungs und Mädels, wir... Er wartet ziemlich hart auf diesen hier, auf den, ja. Er hat schon pre-gamed nach links, ne? Gut, man hat ihn auch gehört. Aber er hat dann schon mal so ein bisschen, oh, der ist in voller Bewegung, da muss ich direkt mit-aimen. Es scheint mir doch direkt schon wieder so ein bisschen nach Wallhack auszusehen. Wir warten mal noch eine Runde und gucken, ob sich der Verdacht verhärtet. Es sind gerade 4 auf A und einer auf Mitte. Oh, lang kommt. Er zieht schon mal die Waffe, natürlich. Okay, gut, ja, alles klar. Ich finde, man hat gesehen, dass er sich so hingestellt hat, um ihn zu entdecken. Es war noch nicht weit genug, also dachte er sich, gut, ich gehe noch ein winziges Stück nach links. Dann habt ihr gesehen, wohin er geaimt hat, das war völlig schwachsinnig. Er hat noch nicht mal irgendwie einen schnellen Schritt gemacht, um Richtung Pit zu gucken, sondern es war einfach nur so, ich muss doch einen Millimeter nach links, damit die Leute denken, ich habe nur sein Knie gesehen. Alles klar. Was macht er mit ihm? Ja. Gut. Ich würde sagen, da können wir schon mal auf jeden Fall in Warlock festhalten. Leute, die 5000 Subs sind erreicht. Gestern schon haben wir sie erreicht. Dieses Video nehme ich jetzt zwar heute direkt nach dem Tag der 5000 Subs auf, aber ich weiß nicht, ob es direkt kommt. Ich habe im Moment ja, ihr wisst, sehr, sehr viel Stress wegen den Prüfungen. Was mich minimal nervt oder stört, dass ich gerade jetzt, dass wir gerade jetzt die 5000 Abonnenten geschafft haben. Ja, alles klar. Ja, dass wir die 5000 gerade jetzt erreichen, wenn ich halt wirklich überhaupt gar keine Zeit habe, irgendwas auszuarbeiten oder irgendwie, ne, pipapo. Ein Special bzw. mehrere Special werden kommen, keine Sorge. Oh, was ist da? Was haben wir da unten? Achtung, guck mal, guck mal, guck mal. Wie er sich den da rechts ganz genau anguckt. Nichtsdestotrotz möchte ich euch hier auf jeden Fall schon mal vielen Dank sagen. Vielen, vielen Dank an euch. Ihr habt das möglich gemacht, dass es so läuft, wie es eben läuft, ja. Ihr teilt die Videos, ihr schaut die Videos, ihr kommentiert die Videos, ihr liked und disliked die Videos. Ich mache das alles ja auch ausschließlich wegen euch. Und von daher, wir ergänzen uns da perfekt. Was hat denn der gerade eben gemacht, der da hinten, der Vortex? Er stellt sich dahin und guckt in die Luft. Es ist wirklich cool, dass wir die 5K erreicht haben. Möglicherweise schaffen wir dieses Jahr sogar die 10K, wer weiß. Es wäre natürlich ein enormer Schritt, denn dieser Kanal ist mittlerweile, ich glaube, 5 Jahre alt oder 6. Das heißt, in 5 bis 6 Jahren wurden 5000 Abonnenten erreicht, insgesamt. Und dann würden wir in einem Jahr weiter 5000 schaffen, was davor eine Arbeit von 6 Jahren war. Also da bin ich schon, das wäre natürlich echt krass. Wir gucken mal, wie es läuft. Ich habe sehr viele Pläne, sehr viele Ideen. Ihr kommt auch mit sehr vielen Plänen und Ideen. Leider ist wie immer die Zeit nicht so da, um alles umzusetzen. Ich meine, das ist natürlich, das ist ja jedem klar, dass die Zeit nicht da ist, um alles umzusetzen. Es ist leider auch die Zeit nicht da, um vieles... Ich werde trotzdem gucken, dass ich so viel wie möglich machen kann und speziell auch meine Pläne zum Wachstum oder zur Wachstumssteigerung eben auch durchziehen kann. Das sind aber meist Dinge, die etwas Zeit erfordern und da ich aber nach wie vor für euch jeden Tag ein Video haben will, ist es echt schwierig. Also ich will nicht, da lasse ich es lieber weiter blubbern, wie dass wir in diesem Jahr dann 100.000 Subs haben oder sowas. Da muss ich einfach, ich will auch auf keinen Fall die Qualität schleifen lassen. Ich will nicht den Kontakt mit euch schleifen lassen. Ich will einfach, dass es so schön weiterläuft, wie es eben jetzt im Moment läuft. Mir ist völlig klar, wenn die Videos mal 30.000 Kommentare oder sowas bekommen sollten, ist es natürlich schwierig, auf jedes dieser Kommentare zu antworten, weil ich ja dann selbst Minimum 30.000 Kommentare schreiben würde. Hat der noch einen Eimer drin, der Sack? Hat der einen Eimer auf dem Kopf? Aber ich denke, ich kann noch eine sehr lange Zeit eure Kommentare wunderschön beantworten und eben vor allem natürlich die ersten Kommentare beantworten, also die ersten 100, 200. Selbst im Moment haben wir jetzt ja schon knapp 150 Kommentare auf jedes Video, also mit meinen Antworten wohlgemerkt. Was macht er denn jetzt? Jetzt schaltet er seine Cheats noch ein bisschen an und aus. Macht er nämlich sein Jump-Script an. Achso, im Langhaus ist einer drin. Vorsicht. Was macht er? Er tut so, als hätte er ihn nicht gesehen, aber es ist... Bevor ich jetzt wieder keinen Aimer drücke und die mir alle sagt, da hat er Aimbot, soll ich ihm einfach einen Aimer drücken? Er zittert so komisch hoch. Also er fängt an zu schießen, dann macht er so plupp. Achtung, wir gucken mal. So triggermäßig, wisst ihr? Da jetzt nicht. Das war völlig Standard. Ich finde, es ist schwierig, diverse Sachen zu erkennen. So einen normalen Aimbot bzw. Trigger-Kram erkennt man ja noch irgendwie. Aber diese Silent Aim, wenn die Kugeln auf den Kopf liegen, ohne dass das Fadenkreuz sich irgendwie bewegt, das ist unangenehm. Weil gerade mit Waffen wie, wir hatten es ja schon oft, hoppala, wie mit einer Deagle, da ist, also ich meine, da habe ich schon so oft, gerade im Laufen, Headshots gedrückt. Da habe ich ja fast schon in die andere Richtung geschossen und treffe dem in den Kopf. Also es ist schwierig. Nun ja, ich glaube, er will den auf lang natzen. Der lange Kerl hat ihn nicht gesehen. Er hat ihn natürlich schon längst durch die Wand gesehen. Dass wir uns da einig sind, nicht? Ja, den lassen wir jetzt natürlich weg mit den... Oh Gott, was war denn das? Also bitte...
Aber mit Aim bin ich mir nach wie vor nicht sicher. Da weiß ich nicht, was ich ihm da drücken sollte. Die letzten paar Overwatches haben wir auch zusammen im Stream gemacht. Das fand ich sehr, sehr schön, mit euch das zusammen zu machen. Weil ihr mir live halt einfach schon euer Feedback geben konntet. Da bleibt dann noch viel weniger Arbeit an mir hängen, ne? Und es ist halt lustiger natürlich, es mit euch zusammen zu machen. Also möglicherweise führen wir das ein, dass wenn wir kein zweites Viewer-Game machen können, weil die Zeit zu knapp ist, dass wir dann einfach nochmal zusammen mindestens einen Overwatch machen. Vielleicht sogar zwei. Übrigens, bald gibt's das Knife-Giveaway, ne? Ihr wisst ja, mein Knife, das M9. Guck mal. Normalerweise gibt... aber die Headshots sahen jetzt normal aus, glaube ich, oder? Ich habe jetzt wieder nicht darauf geachtet, sondern ich habe geguckt, ob ich andere Cities noch durch die Wand erkennen kann, die er weiterhin erwartet. Naja, das Knife, das ich habe, das M9 Bayonett Wurstsalat, das Teil für 230 Euro, das ist ja von vornherein, habe ich es geschenkt bekommen, mit dem Hintergedanken von Mervis, dass ich das an euch weiter verschenke, ne? Fürs 4000 Abonnenten-Special. Die Zeit war nicht vorhanden und wir sind so schnell gewachsen. Deswegen wird das 5000 Abo-Special jetzt da mit zusammengelegt. Und es gibt dieses Knife jetzt bald. Drumherum stricke ich eine recht große Geschichte. Natürlich ist so ein Knife jetzt nicht einfach so, schreibt hier unten drunter irgendwas und dann ziehe ich einen Gewinner. Nein, nein, das Knife ist natürlich eine größere Geschichte, gerade weil es so viel wert ist. Also im Moment ist es, glaube ich, 230 oder 240 Euro wert und das soll, ja, ein Geschenk an euch sein. Aber wirklich einfach so und von 0 auf 100 geht das dann natürlich nicht, ist klar. Das wird gekoppelt sein mit Twitch und YouTube zusammen und über eine gewisse Zeit gehen. Ich kann aber direkt an dieser Stelle sagen, dass es hier um Community-Mitglieder oder um bis dahin werdende oder gewordene Community-Mitglieder geht. Man muss also kein Abonnent sein, wenn man nicht möchte oder wenn man keinen YouTube-Account hat oder wie Lirum Larum. Also es geht hier wirklich nur darum, dass man Teil der Community ist und diese auch in irgendeiner Form unterstützt. Aber das sage ich dann alles in dem Video bezüglich nochmal des Knife Giveaways dann. Das wird eine große Sache auch mit mehreren Videos. Da werde ich was Schönes drumherum spinnen und das wird sicherlich ordentlich Spaß machen. Er bekommt seinen Vision Assist. Aim Assist lasse ich jetzt weg, weil ich da einfach nicht genug Evidence habe. Und Vision Assist lasse ich ihm aber nach wie vor gedrückt. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Auch vielen Dank für die überkrassen Daumen, Leute. Ich weiß, dass dieses Video natürlich dick von euch bedaumt wird, aber hey, bei dem Battle Royale, das hatte nach 12 Stunden über 100 Daumen nach oben. Mir ist fast der Sack geplatzt. Leute, abnormal. Krass, ey, wie er abgeht. Dankeschön. Wirklich vielen Dank dafür. Ich bin gespannt, was das Zombie-Video bringt, das was vor ein paar Tagen kam, wo ich Zombie-Mod gespielt habe, weil ich über die Daumen natürlich eben auch herausfiltere, ob es euch gefallen hat oder nicht. Wobei ich da nicht großartig von der Videoqualität ausgehe, weil ich bin ja Gott eigentlich auf YouTube. Da passt natürlich alles, aber mir geht es natürlich um das Spiel. Ob euch das Spiel gefallen hat, der Spielmodus. Das ist ja dann an der Stelle immer die Bedaumung eigentlich. Vielen Dank für alles. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ah. Ah. Das ist super. Das ist super, was er denkt. Ah. Das ist gut. Ah, hör mir auf jetzt. Ah.